Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Für den schwerverletzten Innenminister Schäuble besteht offenbar begründete Hoffnung, dass er ohne eine bleibende Lähmung das auf ihn verübte Attentat übersteht. Aus Kreisen des Freiburger Universitätsklinikums verlautet zuverlässig, dass die behandelnden Ärzte entsprechende Erwartungen hegen. Dies sei kein Zweckoptimismus, so heißt es, sondern ergebe sich aus den Befunden. Die gestern Abend vorgenommene Operation an seinem Gesicht hat Schäuble gut überstanden. Der Chef der Universitätsklinik Gerock sagte am Vormittag, Schäubles Zustand sei stabil. Bei der vierstündigen Operation der schweren Gesichtsverletzung wurden die Knochendefekte im Ober- und Unterkiefer metallisch überbrückt und dadurch stabilisiert. Die beiden bereits im Röntgenbild nachgewiesenen Projektilreste konnten entfernt werden. Minister Dr. Schäuble hat den Eingriff gut überstanden. Er ist heute Morgen wach und ansprechbar wie vor der Operation. Der Nobelpreis für Physik geht nach Nordamerika. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm teilte heute mit, die Auszeichnung sei den beiden Amerikanern, Jerome Friedman und Henry Kendall, sowie dem Kanadier Richard Taylor zuerkannt worden. Alle drei hätten bedeutenden Anteil an der Entwicklung des sogenannten Quarkmodells in der Teilchenphysik. Auch der Nobelpreis für Chemie geht in die USA. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften zeichnete den Amerikaner Elias James Corey für seine Entwicklung der Theorie und Methodologie der organischen Synthese aus. Der sowjetische Präsident Gorbatschow empfing heute in Moskau US-Verteidigungsminister Cheney. Es ist der erste offizielle Besuch Cheneys in der UdSSR. Hauptthema des Gesprächs war die Golfkrise. Irak hatte Moskau davor gewarnt, militärische Geheimnisse über Bagdad an Washington weiterzugeben. Im Weiteren ging es auch um Rüstungskontrolle und Abrüstung. Cheney traf auch mit Außenminister Shevardnadze zusammen. Danach will er vor zwei Ausschüssen des sowjetischen Parlaments sprechen und Einrichtungen der Sowjetarmee besuchen. Der Streik eines Teils der spanischen Lkw-Fahrer führt nach wie vor zu erheblichen Versorgungsschwierigkeiten in Spanien. Die Grenzübergänge zu Frankreich bei Irun und La Junquera sind weiterhin blockiert. Wegen des Streits um die Transitgenehmigungen sind die Grenzübergänge zwischen Österreich und Italien weiterhin für Lastwagen gesperrt. Der Dollar ist heute im Verhältnis zur Mark auf ein neues historisches Rekordtief abgerutscht. Sein amtlicher Mittelwert wurde in Frankfurt mit 1,50 Mark festgestellt. Das sind mehr als 2 Pfennig weniger. Die Bundesbank wirkte bei der Kursfindung nicht mit. Das Wetter, heute im Nordosten anfangs Aufheiterungen, im Westen etwas Regen, später wolkig. Morgen wechselnde Bewölkung und einzelne Regenfälle. Höchste Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad. Weitere Aussichten, unbeständig, vorübergehend Regen, mild. Die Tagesschau meldet sich wieder um 16 Uhr. Tagtäglich, heute exklusiv, informativ, liebevoll und politisch. Guten Tag Ihnen allen. Guten Tag zu Hause. Guten Tag auch den Zuschauerinnen und Zuschauern im alten Wartesaal zu Köln am Rhein. Herzlich willkommen. Unsere Gäste im Einzelnen. Die Besitzerin des exklusivsten Versandhauses der Welt, Ulrike Galster. Wir haben Frau Renate Heinz, sie ist die Lebensgefährtin des Bräutigams Eichen Postboten Karl-Heinz Martens, der auch unser Gast ist. Das ist ein Wort, ne? Darüber hinaus haben wir den Elektriker, Theologen, Journalisten und Regierungssprecher der ehemaligen DDR-Regierung Matthias Gehler und den Klimaforscher Mujib Latif vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. Guten Tag Ihnen allen.